Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Fußballmanager 14. Ich bin wieder alleine und ja, ich spiele jetzt mit VfB Stuttgart weiter. Ist ja jetzt schon Part 5. Und dann werden wir mal gucken, was wir jetzt diesen Part so alles anstellen können mit dem VfB Stuttgart. Ja, unser nächstes Spiel ist gegen Werder Bremen. Dann stelle ich mal meine erste Mannschaft um. Trotz Freundschaftsspiel, aber wir wollen ja kein Freundschaftsspiel möglichst nicht verlieren. Deswegen lasse ich den Werner drinnen. Aber Sven Ulreich kommt rein. Dann nehme ich Traoré für Rausch. Maxim für Leitner. Bentner kommt für Kedira. Ja, wenn ich dann noch, dann nehme ich Bisevic auf die Bank. Hagi geht raus. Habe ich sonst keinen Defensiven mehr? Andere Defensive Leitner. Habe ich sonst keinen anderen mehr? Oh, dann sollte ich da nochmal nach einem neuen Defensiven gucken. Also wenn das denn nur wirklich nur Leitner denn noch ist. Oder bin ich gerade blind? Boca kann da auch spielen, aber den will ich da nicht hinstellen. Na gut, dann nehme ich erstmal Haning für Sarer. Niedermeier für Rüdiger. Rüdiger auf, nicht auf die Bank. Das bleibt so. Funk geht denn raus. Macht Platz für Leitner. Ja, dann gucke ich mir doch jetzt mal nach einem neuen Defensiven um. Leon Goretzka. Ach ja, ich wollte mir ja noch Jonas Hofmann leihen zumindest. Ich glaube, das mache ich doch nicht. Ich habe da so viele rechte Mittelfeldspieler. Ich glaube, das mache ich nicht. Auf jeden Fall gucke ich mir jetzt nach einem neuen Defensiven um. Er darf 18 Jahre alt sein, darf bis 30 gehen. Die Stärke soll schon 75 haben bis 99. Ich habe ja genügend Geld. Ja. So, dann gucken wir mal, was wir haben. Nemanja Matic. Das wäre natürlich ein guter, aber ist leider etwas zu teuer. Sissoko Bruno haben wir hier 29. Das wäre einer. 29, noch 3 mehr eng. Dann haben wir noch Iturraspe oder wie auch immer heißt. Jan nimmt wir. Alexandre Song. Jan nimmt wir. Das wäre natürlich. Der wäre natürlich richtig geil. Ich mach mal Angebot. Auch runtergehen kann ich nicht. Gehen. Axel Witzel. Gibt es hier keine guten? Gibt es echt nicht so viele, die ich mir hier kaufen kann? Nein, Golan. Steven Enzonzi. Ja,
Offensiven will ich ja nicht haben. Ihr wisst ja, dass ich das immer so gerne realistisch mache. Deswegen gucke ich auch nach einem realistischen Spieler, ob der auch mal wirklich mal zu Stuttgart gehen würde. Deswegen gucke ich mir ja nur so lange um. Aber ich finde irgendwie nicht so richtig ein. Ich guck mal in der ersten Bundesliga, da vielleicht einer ist. Nee, hier ist keiner. Dortmund einen, hier auch nicht. Leverkusen kauft auch keinen. Anan Goretzka wäre natürlich einer, aber der hat nur 70. Ich will noch einen, der öfter spielen kann. Kevin Kurani wollte für Schalke zurück. Das Kanilierin wollen wir haben. Freiburg. Sebastian Rode. Geht lange Wege. Sebastian Rode. Der geht ja jetzt. Der geht ja schon zu Bayern. Fest. Aber vielleicht hole ich mir den ja. Michael Lang. Ja, schon mal im Voraus, es wird nur eine Aufnahme geben von Fußballmanager für 10 Freitag und Samstag werde ich was anderes rausbringen, aber das werdet ihr auch ja schon sehen. Ich werde nämlich Schlag den Rab rausbringen. Ich habe das dritte Spiel, aber schon länger und jetzt habe ich richtig Bock. Erstmal zu Let's Playen. Ich hoffe, das funktioniert auch. Dass das geht, weil an einigen Stellen ist ja immer noch so, die spielt meine Fraps ja so. Deswegen hoffe ich, dass das funktioniert. Ja. Wie hole ich mir da denn? Das ist so schwer. Wie gibt's keinen richtigen Defensiven, den ich haben will? Das ist ein bisschen blöd. Emre Can. Stefan Reinhardt. Den mache ich jetzt im Angebot. Der wird auch wieder so teuer. Oh nee. Was ist mit Hegel da? Oh, die sind alle so schwach. Warum sind die denn alle so schwach? Jermaine Jones. Nee. Warum sind Neustädter? Mark Höber. Richtig blöd. Ist ja Daniel Lesma. Nee. Mann. Den wollte ich gerade mal haben. Verloren wir haben die. Teuer werden, wenn ich den Angebot mache. Das ist auch schon besser. Verloren wir haben die. Mache ich mal 8 Millionen Angebot. So, habe ich einen gefunden. Die wollte ich gut jetzt ja mal in echt haben. Und jetzt trenne ich mich von dieser komischen. Wie soll ich sie bezeichnen? Ich bezeichne sie jetzt als Chinesin. Nee, nichts. Halt einen Partner verbringen. Ein Partner trennen. Sie trennen sich von Alina Martin. Habe ich gemacht. Sind Newsletter. Und dann wäre Ami. Denn spielen wir auch schon gegen Werder Bremen. Ja, und hier Nemanja Vidic von FC Matic von FC Arsenal beobachtet. Den konnte ich mir ja auch kaufen, habe ich aber nicht gemacht. Na, dann hoffe ich, dass das mit einem Sieg hier endet. Den kann ich dann nur auf die Bank setzen. Offensiven für Funk. Lower für Kakao.
So. Sponsoring, Internet, 6 Banden. Summe erhöhen bitte. Nochmal Summe erhöhen. Okay, unterschreibe ich. Outdoors. Summe erhöhen. Oh, oh fuck. Scheiße. Da habe ich aber zu viel drauf geklickt. Kacke. Jetzt habe ich keinen Premium-Sponsor. Fuck. Es ist natürlich dumm gelaufen. Was meinen so die Fans? Ich bin stolz auf unsere junge Mannschaft. Robin Hammer, wer ist das? Ja. Ein ungewöhnlicher neuer Trainer. Manuel Neuer. Auf dem Transfermarkt bestimmt Angebot von Barcelona bekommen. Das ist Freiburg, ist bald unser neues Einkaufszentrum. Wo muss ich mich bewerben, wenn ich bei den Cheerleadern mitmachen möchte? Corinna Beos, groß. Auf jeden Fall nicht bei mir. Und dann kommt auch schon DFT-Pokal. Und dann beginnt auch schon bald der erste. Der erste war's. Der erste Spieltag der Bundesliga. So meine ich das. Gebt euer Bestes. Ach, hier habe ich ja noch. Das dauert manchmal echt zu lange. 0-1. Timo Werner 0-2. Maxim 3,5. Niedermeyer 4. Schwab für Niedermeyer. Dina für Maxim. Jetzt ist man auf Werner. Ist natürlich gut, dass Werner jetzt wieder getroffen hat. Natürlich richtig gut. Was kommt da auf Freiburg? Werder Bremen, Entschuldigung. Sag ich hier Freiburg? Das ist Werder Bremen, Mensch. Die für Leitner. Ah, ich hab 0-1-4 habe ich gewonnen. Alter. Kaldewa für Leukemia, Tribu für Jonusovic, Kroos für Ikichi, Pavlovic, Prödel, Di Santo für Hand, Öskanidin für Petersen, Hanek Gedira für Leitner, Hanek, Helge Olia, 1-4 gewonnen. Das ist ja richtig gut, dass wir 1-4 gewonnen haben. Was ist denn bitte der Verhandlung? Da sie die Taktik ihrer Mannschaft scheinbar nicht interessiert, fragt ihr Co-Trainer Demi Böttcher, ob er in Zukunft in diesem Bereich übernehmen soll. Nie. Nie. Golf. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon von diesem Part. Von diesem Part ist zwar eine recht kurze Aufnahme, wie sonst, ja. Tut mir leid, aber ich nehme auch noch andere Sachen jetzt auf. Was heißt jetzt? Ja, jetzt direkt dann nehme ich schon Schlag den Rab auf, lade es dann am Freitag und am Samstag hoch. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, drückt gerne den Daumen nach oben. Ja, da sage ich ciao mit V.